Kahlfrost ist immer scheiße, ist egal für welche Kultur. Auch ein Wintergetreide mag das auch nicht so. Und ich sehe gerade, dass da, wo die Karotte rausguckt, da haben Viecher geknabbert. Habt ihr eigentlich gesehen, dass der Hof so ein bisschen ordentlich ist? Das ist eine von beiden Beregnungen, die haben wir unterbekommen. Das war relativ kritisch, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Wegen diesen Dachschrägen und sowas. Aber es ging. Und die andere steht noch bei der Genossenschaft. Hof haben wir natürlich nicht Schnee geschippt. Und dadurch, dass wir hier alles platt fahren, geht es jetzt ab. So, ihr habt es gesehen. Anhänger ist offen. Steht vorm Hoftor. Der läuft auch schon. Konnte ein bisschen warm werden. Eine Sache muss ich sagen, dass der neue Schwierigkeiten hat beim Anspringen. Also er springt noch an, aber es ist so ein. Ich warte auf den Tag und der Tag, der wird auch bald kommen, dass er nicht mehr anspringt. Der macht so wupp, 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 wupp und dann springt er an. Kommt schon die nächste Einstellung. Man ist nie alleine. Ihr wollt immer was vom Hof sehen und ich muss euch ganz ehrlich sagen, will ich euch auch zeigen, aber es ist halt total ätzend, wenn überall in jeder Ecke irgendeiner kommt. So, wir wollen jetzt Schweinefutter aufladen. Das Ding habe ich schon angemacht. Achso, zu der Batterie nochmal. Vielleicht ist sie einfach platt, ich habe keine Ahnung. Hat ja jetzt auch schon fast 3000 Stunden gelaufen. Irgendwann ist es halt mal soweit. Ich werde jetzt mal den Knochen ausmachen, also sprich den Trennschalter und hoffe, dass das dann übers Wochenende zum Beispiel gut geht, weil ich glaube, am Wochenende werde ich den gar nicht bewegen. Ah, vielleicht nochmal Strom machen oder sowas. Na gut, wir laden das mal auf. Ne? Nachschub holen. Erzmesser. Ich muss immer einmal die Linse mal sauber machen, weil da immer so ein Film drauf ist. Ihr wisst, was ich meine, so Feuchtigkeit. Ich dachte, ich werfe hier mal die Kamera an, weil hier war der lange nicht mehr, ne? Einmal gerade Futter geholt, über die Waage gefahren. Ich wiege immer zweimal. Einmal leer, weil ich ja diese drei leeren Kisten drauf habe. Und die sind ja auch nicht hundertprozentig leer. Ich meine, ja, das sind ja Centbeträge, aber trotzdem einmal, damit es korrekt ist. Einwiegen mit drei leeren Kisten. Drei leere Kisten dann runter. Die müssen auch nicht komplett sauber sein, weil da kommt ja wieder Futter für mich rein. Dann fahre ich einmal rum zum Lager, kriege die drei vollen Kisten drauf, fahre wieder auf die Waage, hol mir einen Zettel ab und das war's. So, jetzt fahren wir nach Hause und laden einmal ab. Aufs Zeitraum kriegen, ja? Freitag. Heute ist schon Freitag. Nur mal so. Freitag.
Und ich habe den letzten Vlog am Dienstag schon beendet. Da wisst ihr, wie viel ich mache und gemacht habe. Gestern habe ich mich mit der AK-Schlagdatei auseinandergesetzt, aber da gibt es irgendwie gerade ein technisches Problem. Ich habe die Zugangsdaten, also diese Bestätigungs-E-Mail noch nicht bekommen. Und das ätzend, sonst hätte ich damit gestern schon anfangen können. Das ist jetzt Fleißarbeit da. Ne? Wir haben in Summe mit Grünland 73 Schläge. Warte, ich zeige euch mal nach vorne hier. Ne? Ein bisschen Action zeigen. Ja, hat er einen Hund gesehen. Er meckert immer aus dem Trecker raus, aber eigentlich macht er nichts. Aber was heißt eigentlich? Er macht nicht, er macht wirklich nichts. So, Anmeldebestätigung fehlt noch, E-Mail-technisch. Das ist nämlich eine Fleißarbeit, die ich machen muss jetzt. Ich habe in Summe 73 Schläge, also sprich 250 Hektar auf 73 Schlägen. Das ist Grünland inklusive, ne? Und für jeden Schlag einzeln dann die Bodenanalysen eintragen, N-Win-Analysen eintragen, wo ich das nicht als, ich glaube ZIP-Datei heißt es, als ZIP-Datei habe, sondern nur als PDF damals bekommen. Alles händisch eintragen, Vorfrucht, Anbauplanung und dann die ganze, die DBE muss ich da drin noch machen, also Düngebedarfsermittlung und die Dokumentation der Düngung muss ich da dann auch nochmal nachtragen, weil wir, wie gesagt, ja eine Prüfung kriegen und ich wollte das alles in diesem Programm drin haben, dann ist das auch für die nächsten Jahre einfacher. Also einmal Fleißarbeit, dann ist es für die nächsten Jahre einfacher. Regt mich auch auf, dass ich es im Frühjahr nicht gemacht habe. Weil dann bin ich soweit auf der Kette und kann da alles ausdrucken, was der Prüfer sehen will. Das ist halt cool. So, ich melde mich zu Hause.
oder steht. So. Ich hab's. Das war ein bisschen Krampferei. Das Rad war ein bisschen im Weg, aber ich habe es soweit ganz gut hingestellt bekommen, weil eigentlich stelle ich das immer vorher ab und fahre das dann mit dem Hubwagen dahin. Aber bei dem Wetter Hubwagen schwierig. Aber bei den Bedingungen. Ah. So, Schweine füttern und dann gucken wir uns mal die Karotten an. Ja, ich wollte es jetzt nicht übertreiben, ne? Aber am Anfang habe ich gemerkt, dass ich doch vielleicht mal ganz kurz die Kamera machen muss. Aber ich glaube, das kommt eh nicht auf Kamera so rüber. So, Karotten, ne? Sind nicht gerodet, die sind abgeschlägelt. Und das schon vor 2 Wochen. Das habe ich euch gar nicht gezeigt, da war ich nämlich gerade bei der Camper-Ventur bzw. auf der Agritechnica. Ich weiß gar nicht, welchen Tag das passiert ist. Die Fläche und die beiden da drüben, die wurden gehäckselt, geschlägelt, bei den Schweinen nicht. Hat folgenden Grund. 2 Wochen ungefähr oder so, ja, 7 bis 10 Tage, jetzt werden es über 2 Wochen werden, vorher schlägeln, weil ich ja dieses Nachtschattenproblem nicht in den Griff bekommen habe auf den 3 Flächen hier, drüben schon. Ist halt je nach, ne, was da schon mal drauf war und wie auch immer. Ne? Und das soll dafür sorgen, dass die Wurzel mürbe wird. Dass das beim Roden oder auch bei der Aussortierung dann vom Roder schon alleine nicht mehr so das Problem geben wird. So die Theorie. Ne? Soll wohl ganz gut so klappen. Die haben Erfahrungen damit gesammelt. Ich mache das ja alles in Kooperation mit der Genossenschaft, man sagt in Kooperation, in Zusammenarbeit, wie auch immer, mit der Genossenschaft zusammen. Und die haben ja ihre Spezialisten dafür und das, da vertraue ich drauf. Schwierig sind nur Karotten und Frost. So, jetzt wird natürlich auch im Januar stellenweise noch gerodet. Im Boden mag das gehen. Jetzt ist das Kraut aber weg. Das ist ja auch schon so ein bisschen Schutz noch. Ne? Schwierig, aber wir haben ja Schnee und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben ja zum Glück Schnee. Man sieht das hier so ein bisschen. Karotte guckt raus. Wir gucken uns. Ich habe auch keine Ahnung, wie das aussieht, abgeschlägelt, muss ich sagen. Ich bin immer nur dran vorbeigefahren. Und ja, da war es halt diese Grünmasse, die oben noch drauf lag. Die wird jetzt auch schon relativ weg sein. Gehe ich mal von aus. Wie die Kerze von Wasser. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Also das Gute ist, Kahlfrost ist immer scheiße, ist egal für welche Kultur. Auch ein Wintergetreide mag das auch nicht so. Und ich sehe gerade, dass da, wo die Karotte rausguckt, da haben Viecher geknabbert. Seht ihr das? Hat irgendein Vieh gemammelt. Junge, 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 Junge. Hier war ja, wisst ihr das noch beim Beregnung ausziehen? Dieser Hase, der hier immer lang lief? Wer ist er das? Hasi, was ist denn mit Hasi los? Knabbert er an meinen Karotten. Aber ist ja nicht so, sei ihm gegönnt, ne? So, auf jeden Fall, Kahlfrost ist immer scheiße. Für egal was. Deswegen ist das gut, dass wir jetzt vor 2 Tagen relativ starken Schneefall hatten. Das heißt, wir haben eine Schutzschicht da drauf. Und nicht den blanken Frost auf den Karotten. So eine Karotte, man sagt, die kann einmal Frost ab und beim zweiten Mal Frost ist jetzt nur so eine Faustformel, ne? Ich kann euch keine Zahlen nennen. Und beim zweiten Mal Frost wird sie Wasser, ne? Deswegen ist auch so eine Draußenmiete immer schwierig, manche machen es, dann musst du aber mit Stroh zukippen, alles scheiße. Naja, aber so, die ist noch knackig, sieht gut aus, die ist jetzt relativ klein. Ich hoffe, das ist jetzt Zufall gewesen, weil eigentlich war ich ja doch von begeistert. Ja. Naja, und die sollen nächste Woche rauskommen. Das heißt, wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonnieren und wir roden nächste Woche Karotten. Da bin ich eh gespannt. Eigentlich müssen wir das wegbringen nach Uetze, wegen dem Nachtschatten. Da ist so eine Sortieranlage. Aber ich habe so drüber nachgedacht und weiß ich nicht, wenn ich mich da mit 2 Kumpels draufstelle,
auf dem Roder und wir das aussortieren, muss das auch eigentlich so gehen und dann irgendwie entweder direkt auf LKWs oder halt auf dem Hof und dann vom Hof auf LKWs, bevor ich da das alles wegkarre, ne? Ist, glaube ich, angenehmer. Und eventuell passiert nächste Woche noch was. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche passiert. Es wird auf jeden Fall passieren. Werden wahrscheinlich ganz viele von euch traurig finden. Mehr verrate ich aber noch nicht. Wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr auch abonnieren. Ah, es ist ja gar nicht mal vereist. Moin und willkommen im Winter Wonderland. Ich muss sagen, Topcon hatte nicht nur auf der Messe richtig coole Cocktails, sondern auch ein Werbegeschenk. Das ist richtig geil, so ein Handschuh mit Eiskratzer. Hat wahrscheinlich jeder zweite von euch. Ich hatte das vorher nicht, deswegen habe ich mich da schon ziemlich drüber gefreut. Aber ich muss ja gar nicht kratzen. Aber es ist so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag so ein Wetter nicht. Ich bin nicht so ein Weihnachtsmensch, was das angeht. Dadurch, dass hier nichts gefroren ist, mache ich, glaube ich, einfach Scheibenwischer an, oder? Mein Hund mag aber Schnee. Ich glaube, man fährt einfach, oder? Ich bin auch einfach gefahren. Ich fahre mal hinten ran. Fahr mal ran. Ja, problemlos, ne? Gehen unsere Probleme los, Leute. Was ist denn bloß mit dir? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen einfach so eine, also wir füttern schnell Schweine und dann machen wir eine OKF. Und das soll es dann gewesen sein. Ich muss sagen, das ist auch der Grund, warum ich es eigentlich immer gar nicht so mache mit dem Winterdienst auf dem eigenen Hof. Ich meine, die Autos sollen eh draußen parken. Von den Einstellern und ja, keine Ahnung, ich triff da halt gerne, ne? Na gut, wir machen erstmal Schweinefutter. Ich glaube, das soll jetzt lieber mit dem Vlog gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag. Macht euch spaßige Tage. In dem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr die Karottenernte nicht verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Hasi, was ist denn mit Hasi los?